Moin, moin, meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Tunic. Wir befinden uns jetzt in Steinbruch und ja, hier waren wir noch nicht. Wir sind gerade neu hingekommen, ziemlich weit runtergefahren, aber auch sehr gefährlich hier. Schauen wir mal kurz hier, was hier drin ist. Ein bisschen Dynamit, 5 Stück, perfekt. Ja, wir müssen jetzt mal schauen, wie es hier weitergeht. Also es war schon ein langer Weg hier runter. Ich hoffe einfach, dass wir so oder so hier unten den jeweiligen... ich weiß nicht, ob wir einen Boss finden müssen hier, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier noch einen Stein finden, den wir brauchen. Denn wir haben ja schon die anderen beiden Diamanten haben wir. Ich will mal gucken, was der hier kann. Oh. Ei. Oh, der haut ganz schön gut rein. Oh. Heidi Witzka. Da hat man nicht so viel Lust, gegen die zu kämpfen. Okay. So, naja, auf jeden Fall ist es so, dass wir hier nicht... Doch, das ist eine Truhe. Oh. Okay. War ein bisschen dumm von mir, aber was soll's. Also wie ihr sehen könnt, haut das einfach mal mega rein hier. Also richtig dolle, ne? Also ich meine, ich habe ja überhaupt fast nur Leben verloren hier. Da drüben ist eine Truhe. Die kann ich mir natürlich nicht holen. Gibt's hier irgendwas? Wenn ich was machen kann? Nö. Wie soll ich die Truhe denn bekommen da oben? Mal ganz im Ernst. Die kommen ja sofort raus, da die Dinger, oder? Oh. Oh, aber noch leben wir. Trotzdem müssen wir einmal hier gucken, was hier drin ist. Hoffentlich hat es sich gelohnt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben eine extra Flasche bekommen. Wie geil ist denn das? Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir sind trotzdem viele. Da drüben sind auch noch mal welche. Wisst ihr, was wir jetzt machen kurz? Wir gehen kurz zurück, speichern und gehen wieder dahin. Denn so viele Gegner waren da nicht. Es waren nur 2 Gegner. Und bevor wir den ganzen anderen Kram da wieder uns anschauen, speichern wir doch lieber noch einmal. Und zurück. Perfekt. So, wir wissen natürlich, dass hier gleich ein Gegner kommt, aber vielleicht kommt er ja nicht hinterher. Ich laufe noch durch. Au. Oh. Oh. Oh, die hauen aber rein da, die Viecher. Shit, ey. Na gut. Das sind aber auch, ist auch ein bisschen hart. Guck mal, wir werden die ganzen Quader gemacht, beziehungsweise gebaut, ja. Oh. Alter. Alter. Merkt ihr das, wie die reinklotzen? Die klauen uns ja echt alles weg. Müssen wir leider zerstören. Ja, der hat uns die Energie, die Lebensenergie so runtergezogen. Seht ihr das? Was natürlich sehr blöd ist. Bringt es aber nichts. Wir können nicht höher kommen, weil die uns das so weggenommen haben.
Okay, ist noch irgendwie eine Frucht hier, oder was das ist? Noch ein bisschen Obst, was wir essen können. Das Gute ist ja, hier ist ein Speicherpunkt. Perfekt. Für uns. Perfekt. Das wäre jetzt auch ein bisschen hart gewesen, wenn man die ganze Zeit so rumlaufen muss. Mit dem anderen Kram. Ach du Scheiße. Ich glaube, das sind Gegner. Oh. Ah, guck mal, die greifen die auch an. Und wir müssen gegen die kämpfen. Oh, da wird so hart getroffen. Okay, diese. Okay, macht ja auch Sinn. Hätte mich auch gewundert, warum diese Angriffssequenz, warum die nicht irgendwas machen sollte. Okay. Gleich weg von diesen Dingen. Oh. Wie soll ich das denn schaffen hier? Da muss ich auch richtig flott sein. Ach, die kann man. Doch, die kann man schießen. Okay, aber wir haben gar kein Leben mehr und nichts, ne? Naja. Ah, komm ich durch hier. Mal einsammeln hier. Ah, so ein bisschen. Vielleicht könnte man sich, das wäre ganz cool, wenn es kommen würde, wo man sich heilen könnte. Das würde mehr Sinn machen für mich. Okay, es tun sich hier Wege auf. Kann ich jetzt eigentlich zurückgehen und speichern oder muss ich dann die ganzen Gegner nochmal besiegen? Das ist die Frage, ne? Oh, fragen wir uns jetzt mal nicht. Wir gehen jetzt mal hier längs. Ach, guck mal, hier gibt es eine Kiste. Dynamite. Okay. Und zurück. Laufen wir die ganze Zeit mit dieser komischen Gasmaske rum hier. Dadurch sieht er nicht mehr so niedlich aus, ne? Obwohl doch, mit so einer kleinen Gasmaske. Dann, sie. So. Hier geht es auf jeden Fall mal ein bisschen runter. Wir haben einen Schlag, wir sind tot, ne? Wir könnten natürlich, warte mal. Ja, komm, hauen wir uns das kurz rein. Und nicht gleich sterben, oder? Wäre auch irgendwie ärgerlich, wenn wir sofort sterben würden. So, lass mal weiterlaufen. Alter, guck mal, die ganzen Quader unten gebaut werden. Ganze Armada. Die verborgene Kammer. Oh, kann ich verstehen, wo die verborgen ist. Was genau die eigentlich. Ach, guck mal, ist ein Speicherpunkt. Da hätten wir uns gar nichts nehmen müssen. Mann. Ist er tot. Was? Tot. Ach so, warte, hier. Kann ich das machen? Vielleicht funktioniert das ja. Zumindest können wir speichern. Perfekt.
So, sollen wir erstmal gucken, was hier hinten drin ist? Kommen wir da irgendwo hin? Fragezeichen. Oh, wo landen wir da? Ah, okay, dann kommen wir ganz da hinten hin. Gut, aber wir wollen ja längst woanders hin, dann können wir wieder zurückgehen. Wir wollten ja nur mal schauen, wo wir da hinkommen. Gut, dann gehen wir da raus. Hier links. Oh, warte, speichern wir noch einmal kurz vor. Aus Sicherheitsgründen. Und hier hoch. Yes. Dun, dun, dun. Oh. Der sieht ja nicht ganz ungefährlich aus da. Bossplünderer. Oh! Wer ist er? Bossplünderer, wer ist er denn? Okay. Okay. Der macht mich platt jetzt. Okay, aber da können wir auch ein bisschen Magie einsetzen, oder? Okay, der ist ein bisschen. Da müssen wir gucken. Der ist, glaube ich, ein bisschen tricky. Schauen wir mal, wie wir den erledigen können. Ich weiß nicht, ob er unsere Schüsse abwehren kann. Das testen wir jetzt einfach mal. Anscheinend nicht. Oder vielleicht doch? Nee, können wir natürlich nichts machen. Ah, doch. Oh. Wir sollten vielleicht auch ein paar Bomben einsetzen. Okay. Da muss man schon sehr defensiv sein bei dem. Okay. Yes, yes. So. Defensiv und nicht so wohl. Vielleicht können wir den auch ein bisschen einfrieren. Warte mal. Testen wir mal. Vielleicht geht es damit ganz gut. Okay, das bringt nicht so viel. Oh, so. So kriegen wir ihn auch platt. Nicht schlecht. Auch unsere letzte Energie, ne? Muss man nur mal so nebenbei sagen. Können wir da rausnehmen? Anscheinend. So, jetzt haben wir den blauen Stein. Perfekt. Jetzt können wir doch eigentlich zu dem Kram da zurück. Also zu dem. Na, wo wir es hinbringen sollen. Wie heißt denn das Ding?
Das Mausoleum, wollte ich gerade sagen. Nee, zum Goldenen Tor, um das zurückzubringen. Das machen wir jetzt auch. So, speichert tun wir trotzdem mal. Jetzt können wir aber hier da über die Schnellreisefunktion. Muss ich nur mal kurz überlegen, wo das genau ist. Aber das finden wir schon. Und dann gucken wir, was passiert, wenn wir die alle drei abgeben. Ich weiß bloß nicht, wo wir hin müssen hier. Kann ich nicht längs gehen? Doch, da, okay. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich muss einmal testen. Weil ich mir nicht gemerkt habe, wo was hinführt. Muss ich aber auch gar nicht, denn... Warte mal. Wir haben eine Karte, glaube ich. Schauen wir auf die Karte. Pass mal auf. So, wir gucken mal. Da. Also, Ostgewölbe, Stadtruinen, Westgarten, Stadtruinen, da müssen wir hin, ne? Also ist der Außen, also ist der hier. Müsste es sein. Und dort, glaube ich, haben wir dieses goldene Tor, ne? Sorry. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch verkehrt hier. Ich muss mal auf die Karte gucken, warte mal. Wo ist denn der Anfang gewesen? Das ist doch hier. Oder? Bin ich so verkehrt? Nee, es ist doch hier, meine ich. Hier hoch. Und da, genau, da ist es doch, ne? Ja, sehr gut. Dann gehen wir nochmal rein. Weil ich meine, da können wir die Steine doch abgeben, ne? War das nicht so? Ja. Das sieht doch schon gut aus. Genau. Jetzt können wir hier überall einen Stein abgeben. Hier ein. Der rote. Sehr gut. Okay. Dann zum nächsten. Welcher ist das? Der blaue. Perfekt. Und? Der Grüne. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Passiert hier gar nichts? Oh, warte mal. Passiert hier wirklich gar nichts? Hier oben gibt es auch noch einen Weg, ne? Können wir hier mal links gehen? Oder wo kommen wir da hin? Da kommen wir auch nur raus, ne? Hä? Ich hätte gesagt, da passiert jetzt irgendwas Großartiges, wenn wir die alle drei gefunden haben. Aber es passiert gar nichts Großartiges. Na, gehen wir mal raus. Vielleicht passiert da draußen was Großartiges. Ich weiß nicht, ob da irgendwas passiert. Im Moment nicht. Okay. Speichern noch kurz. Wir müssen auf unsere Karte gucken. Und da, was soll denn da passieren, wenn wir es geschafft haben? Gucken wir mal. Wir haben besiegt. Da. Haben wir die reingetan. Behalte den Leiste im Auge. Ja, okay. Das ist doch komisch.
Haben wir da irgendwas übersehen da drinnen? Wir gehen nochmal rein. Oder müssen wir da nochmal beten vielleicht? Ist da irgendwas passiert? Nee. Vielleicht vor den Steinen beten hier? Auch nicht. Ich gehe mal hier links. Jetzt haben wir diese drei Steine doch da so super gesucht und gefunden. Und da passiert gar nichts? Das kann es doch nicht sein. Da hat doch jemand was verkehrt gemacht. Und jetzt? Hä? Das ist doch merkwürdig. Nun gut, wir machen hier einfach mal Stopp, weil jetzt haben wir schon genug gespielt und machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.